24. August 2017 auf dem Militärflughafen Linz-Hörsching. 52 Militärmusikerinnen und Musiker der Militärmusik Niederösterreich starten ihre Reise mit der Herkules C-130. Ziel ist das spektakuläre Spasskaja Tower Festival in Moskau. Gemeinsam mit Militärkapellen aus 14 Nationen und über 1400 Musikern werden sie an 9 Abenden am Roten Platz in Moskau Teil einer gewaltigen Musikshow sein. Täglich werden mehr als 8000 Zuschauer erwartet. Der Kapellmeister Oberstleutnant Adolf Obendrauf ist stolz, mit seiner Kapelle Österreich in Moskau repräsentieren zu dürfen. Unsere Repräsentationsgeschichten und musikalischen Auftritte beschränken sich eigentlich auf das Bundesland Niederösterreich, bis auf ein paar wenige Festivals in Österreich. Aber dass wir jetzt auch Österreich im Ausland und vor allem in Moskau vertreten dürfen, das ist eine besondere Ehre und das macht uns natürlich auch stolz. Die Show, die 10-minütige Show, ist abgestimmt auf das Gastgeberland, in unserem Falle haben wir einen russischen Marsch drinnen, beziehungsweise die russische Marschfantasie von Strauss. Und auch, was nicht fehlen darf, ist natürlich österreichische Musik. Die Teilnahme an einem Musikfestival dieser Größe verlangt natürlich auch nach einer intensiven Vorbereitung. Wir haben schon im März begonnen mit exerziertechnischen Grundlagen und sind dann immer weiter ins Detail gegangen, bis wir eben die Show so weit verfeinert haben, dass sie für Moskau tauglich war. Erste Generalprobe, wenn man so will, war Oberwart, das Militärmusikfestival, das was wir im Juni gehabt haben. Also wenn man als Stoppführer in so ein riesengroßes Stadion einmarschiert, dann fühle ich mich persönlich nicht als Erster unter vielen, sondern eher als Gleicher unter Gleichen, weil gerade in so einem großen Orchester wie bei der Militärmusik Niederösterreich ist es ganz wichtig, dass jeder am gleichen Strang zieht. Dass 51 Leute zur richtigen Zeit volle Energie geben und da ist jeder Einzelne wichtig. Da ist nicht einer besser als der andere, sondern der Stärkste ist nur so stark, wie der Schwächste ist und das stärkt die Gemeinschaft und dafür braucht es immer volle Leistungsbereitschaft. Für Sightseeing bleibt jedoch wenig Zeit. Auch abseits vom Festival geben die Musiker einen Einblick in die österreichische Musikkultur. Die Stimmung ist sehr gut. Es wird sehr viel miteinander gespielt, also gejammt, sei es Jazz, sei es Polkern oder klassische Sachen. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Berührungsängste. Und die Stimmung ist auf jeden Fall sehr positiv, sehr angenehm. Also die Stimmung ist echt großartig. Also ich kenne das von uns, von diversen Bezirksmusikfesten, aber das ein Militärmusikfestival in dieser Größe ist natürlich ein Wahnsinn. Und für einen jungen Rekruten in der vierten Ausbildungswoche ist es natürlich eine große Ehre, dass man da mitspielen darf, damit exerzieren darf. Das ist wirklich kaum zu beschreiben, wie unglaublich das ist. Ja, wenn man da einmarschiert und alle fangen zum Jubeln an, das ist ein unglaublich dankbares Gefühl als Musiker, weil man dann irgendwie, also es geht einem das Herz auf. Es ist unbeschreiblich, es macht immer wieder viel Spaß und das ist eigentlich das Schönste an dem Job, wenn man dann eben nach den vielen Proben schlussendlich da einmarschiert und man kriegt einen Adrenalinschub, das ist unbeschreiblich, das ist schön. Dass man jemals im Leben sonst die Möglichkeit hätte, 10-mal hier am Roten Platz aufzumarschieren. Und solche Festivals
als aktiver zu absolvieren. Das, glaube ich, geht sonst nirgends. Vor allem nicht vor so einem großen Publikum, denn der letzte Konzertabend wird auch vom russischen Fernsehen übertragen. Geschätzte Zuschauerzahl 40 Millionen. Also so ein internationalen Festival nehme ich für mich persönlich immer eins mit, nämlich den Horizont zu erweitern und neue Stücke kennenzulernen. Und was für mich ganz wichtig ist, ist eigentlich, dass wir alle Südoten sind und das die einzige Veranstaltung ist, die ich kenne, wo Südoten unterschiedlicher Nationen friedlichst miteinander umgängen und friedlichst miteinander kommunizieren, obwohl sie oft nicht einmal die gleiche Sprache sprechen bzw. über Englisch kommunizieren können. Das ist ganz